hier lang zu fahren. Wir sind eigentlich auf dem Weg nach Kappadokien und ich habe gestern einfach mal durch Zufall ein Satellitenbild mir angeguckt und habe gesehen, dass es hier in Zentralanatolien einen riesengroßen Salzsee gibt. Und da sind wir hingefahren und wir sind total überwältigt. Ich war noch nie an so einem Ort und es ist einfach eine total surreale Landschaft. Audi Quattro. Man sieht, hier ist ein Traktor lang gefahren und hier sieht man ganz deutlich sein Profil. Und auf einmal hier gräbt er sich immer tiefer ein und man sieht eigentlich, wenn man jetzt seitlich daneben läuft, gar keinen Unterschied am Boden. Aber hier scheint das Grundwasser höher zu sein und der Boden ist stärker durchfeuchtet gewesen. Und hier verliert man sofort hier hat er die Traktion verloren und ist dann richtig eingebrochen und ist dann ganz schwer wieder rausgekommen. Und hier sieht man auch, es sind die ganzen Riefen weg und erst hier kriegt er wieder Traktion und verliert auch den ganzen Schlamm. Der Tutz Göli, der ist 100 Kilometer lang und 50 Kilometer breit, aber nur 2 Meter tief. Und momentan hat er hier gar kein Wasser. Hier ist wirklich alles nur pures Salz und aus diesem See werden 70% des gesamten Salzes in der Türkei abgebaut. Und heute Nacht hoffen wir, dass wir auch noch mal richtig coolen Sternenhimmel haben und vielleicht noch diesen Kometen Neowise noch mal richtig sehen. Keine Ahnung, 5 Minuten hier und haben gleich so eine alte Wohnung irgendwie entdeckt. Die Zugänge sind hier etwas abenteuerlich und jetzt versuche ich hier wieder runter zu klettern. Da in dieses Loch muss man absteigen. Nicht so easy, vor allen Dingen ist der Stein auch sehr weich und bröselig. Nochmal. Perfekt. It's very convenient to use you as the That will be 10 euro, please. Erkunden jetzt ein bisschen Kappadokien erstmal auf eigene Faust, bevor wir uns auch noch mal so ein paar Hauptattraktionen angucken. Und hier ist zum Beispiel ein mehrstöckiges Haus. Die eine Seite ist noch bewohnt und wir checken jetzt mal die unbewohnte Seite aus. Ich glaube, hier geht eine Treppe hoch ins erste Stockwerk. Es ist relativ schmal und dunkel. Boah, da ist ja auch schon ein Stück eingebrochen, ja? Hier kommt man rein, Franz. Hier geht es richtig weit her. Das ist quasi das Treppenhaus, in dem wir stehen. Ja, es geht immer weiter nach oben. Es ist wie ein gigantischer Termitenhügel. Ein Gang geht irgendwie ein bisschen nach unten, ein Gang geht ganz flach und ganz dunkel tief ins Innere von dem Steinklotz hier. Dann ist ein großer Raum, wo wieder ein Durchbruch zur Decke zum Stockwerk da drüber ist. Und es folgt kein Tür- und Gangsystem, sondern es sind teilweise Fenster, wo du durchsteigst und teilweise. Es ist wirklich wie
es folgt nicht einer Ebene, sondern es folgt einfach organisch, plastisch, wie ein Ameisenhaufen irgendwie ist es da abgefahren. Das sieht aber auch schon krass aus, was du da machst, 20. Runterkommen, geht's da auf jeden Fall ziemlich steil runter. Der sieht ein bisschen aus wie ein Altar. Ja, das ist richtig schön verziert hier, ne? Ja, ab ins nächste Stockwerk. Die ganze Landschaft ist hier vor etlichen Jahrtausenden durch vulkanische Aktivität entstanden und diese ganzen Ablagerungen hier an den Seiten bestehen aus Tuffstein, der sich nach Vulkaneruptionen abgelagert hat. Und er ist ziemlich weich und bröckelig, weswegen das auch so einfach war, da Höhlenwohnungen reinzubauen. Und ja, großes Problem ist allerdings die Erosion. Die Asche, die sich nach Vulkaneruptionen auf der Erdoberfläche abgelagert hat, wurde dann über die Jahrtausende immer mehr verfestigt zu einer Art Gestein. Deswegen ist es relativ fest, aber trotzdem spielen hier Regen, Wind und aber mittlerweile auch ganz viel menschliche Aktivität und der Tourismus echt eine große Rolle in Sachen, was Erosion angeht. Und deswegen darf man zum Beispiel hier auch gar keine Höhlenwohnungen mehr bauen.